Ausflugschein war die Journalistin Thea Raschel, 1899 bis 1971. Ihr gebührt auch die Ehre, den ersten Alleinflug einer Frau in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg unternommen zu haben. Sie galt als eine der international bekanntesten Fliegerinnen aller Zeiten. Thea feierte auch in den USA riesige Erfolge. Man konnte dort kaum fassen, dass eine Frau allein ein Flugzeug steuern kann. Liebevoll nannte man sie dort The Flying Fräulein. Und Thea wurde als erste Frau überhaupt in den exklusiven Militärfliegerclub The Quiet Birdman aufgenommen. Oft hörte man sie sagen, Girls, lernt fliegen! Thea Rasche ist meine künstlerische Arbeit zum Berufsbild des Jetpiloten. Denn ich liebe es, mir Gedanken zu außergewöhnlichen und interessanten Frauen zu machen und diese dann künstlerisch umzusetzen. Und Thea Rasche hat mich mit ihrem Leben sofort gefangen genommen.